Frodo, willkommen, Solo Frodo, willkommen zurück. Hier bei Omsi, dem Katastrophensimulator. Achso, Omnibus, irgendwie was, ne? Ja, der richtige. Achso, jetzt habe ich schon wieder vergessen. So. Komm, weißt du was? Wir lassen uns jetzt ein bisschen blenden. Dann sehe ich wenigstens auch die Pfeile richtig. Ist da frei? Wenn nicht, dann machen wir uns das frei. Des Weiteren, was wollte ich noch sagen? Genau. Eine pro Folge erzähle ich immer über ein Add-on jetzt was. Das nächste Add-on, was ich mir gekauft habe, war... Sollen wir es mal in der richtigen Reihenfolge machen? Ja. Ich muss ganz kurz an der nächsten Haltestelle mal kurz dahin wühlen, weil mir der Name richtig entflogen ist. Das ist nämlich nicht ganz so einfach für alte Leute, sich sowas zu merken, muss ich bitte mal ganz kurz vermerken. Dann werdet bitte erstmal so alt wie ich und dann reden wir nochmal. So. Guten Morgen. So, Moment, ich kann sagen, das heißt, und zwar es heißt Ground Environment X Euro World Edition. Das ist im Prinzip ein Programm, welches... Ah, das war jetzt falsch. Nee, doch. Genau. Halt, warte. Komm, so, jetzt schon. Das ist ein Programm, welches die Ground-Texturen in ganz Europa verbessert. Das gibt es auch noch für Nordamerika und so weiter, aber ich brauche erstmal nur Europa. Und das verbessert, wie gesagt, die Bodentexturen. Das sieht alles realistischer aus, besonders Berge. Da sieht man richtig Gestein und teilweise Schnee und das ist viel besser als die originalen. Das verbessert im Prinzip im Allgemeinen die Bodentexturen und die ganze Umwelt. Sehr umfangreich das Ganze. Es sind allerdings 15 GB, die man da installieren muss. Ist natürlich dann schon ein ganzer Stock, aber es lohnt sich. Kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja. Man kann natürlich richtig Geld in so einen Simulator reinstecken. Wobei, am meisten Geld, finde ich, muss man immer noch für den Train Simulator. Nee, ich steige keine andere aus. Am meisten Geld muss man immer noch für den Train Simulator da zugeben. Weil da ist das Problem bei dem Programm. Ob Map oder Zug, alles kostet Geld. Es gibt nur sehr wenig Freeware. Ja, gibt es vielleicht schon, aber die sind natürlich auch nicht immer so knülle. Also Omni ist das schon ein Programm, oder der Flight Simulator teilweise, wo man auch gute Fahrzeuge und gute, sehr gute Maps kriegt, kostenlos. Man ist natürlich im Sinne von Geld verdienen dann beim Trade Simulator, aber morgen, jetzt habe ich gar nicht Lichthupe gemacht. Halt, Hossa will auch keiner. Ach halt, da kommen ja ein paar Knalltüten, Mensch. Die sind ja echt dreist. Und wie gesagt, beim Train Simulator muss man meiner Meinung nach richtig viel Kohle reinstecken, damit das nicht langweilig Hallo. Wird. Guten Weil, Tag. Und ich finde auch eine Strecke, teilweise kostet eine Strecke da 30 Euro und ich finde so 30 Euro, da fährt man die einmal ab und hat es einfach, aber man bleibt auf der Schiene, ne? Deswegen finde ich irgendwie Busfahren meiner Meinung nach, das ist meine Meinung, etwas interessanter, weil da wird es teilweise kombiniert. Der Bus kann überall lang fahren, der Zug aber nur auf der Schiene und die Schiene ist immer an der gleichen Stelle fast. Da war gerade ein Busfahrer in der Luft. Naja. Also meiner Meinung nach finde ich Busfahren ein bisschen interessanter, weil da muss man mehr machen und da wird halt ein bisschen mehr variiert, weil immer auf der Schiene zu fahren, London Faversham zum Beispiel, die Strecke da beim Zugunter, hat man die ein paar Mal abgefahren, dann ist ja auch ein bisschen öde. Aber hier gibt es ja tausende Arten, die du in deinem Bus hier verrecken lassen kannst. Aber ich krieg's auch mit dem Zug hin, aber das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Willst du hier rein in die Haltestelle? Ja, komm. Gut, ich bin ein netter Busfahrer. Ich möchte mich unter den Kollegen hier, Ja, weißt du, und solche Kollegen hasse ich.
den man einfach, den man einen Gefallen tun will und die einem dann als, ja, sagen wir, Belohnung noch hinten drauf fahren, ja, also, wir merken es jetzt einfach für den Rest unserer Omsi-Karriere, ja, nie wieder, warte, so, jetzt müsste es richtig sein, nie wieder einen Scheiß-Kollegen da reinlassen, ja. Oder so dafür sorgen, dass der Bus hinter uns einen großen Abstand hat, dass wir von der Haltestelle schon weggefahren sind, denn der ankommt. Das geht natürlich auch. Wie gesagt, man muss beim Train Simulator, denke ich, noch am meisten reinstecken, denn der Flight Simulator ist im Prinzip auch so spielbar. Es ist jetzt keine Pflicht, sich so ein Add-on zu kaufen, aber trotzdem, das ist wirklich, das macht wirklich schon was her, finde ich. Und dann wirkt die Welt noch belebter. Und, unglaublich. Viele Leute, also so Außenstehende, die sagen sich natürlich, ja, wenn ich so ein Busfahrer wäre, ich würde ja die Krise kriegen, weil er so irre langsam ist, ne? Jetzt haben wir schon 40, das kommt mir schon, weil ich mich schnell fahre, weil ich habe eine Zeit lang immer gerne Gran Turismo gespielt, aber das spiele ich letztes Jahr gar nicht. Ich bin eher so der Simulator-Fan gewesen und seitdem ich hier Omsi spiele, ist bei mir alles über 75 schon undenkbar, ne? Deswegen, ich mag da jetzt auch kein richtiger Profi mehr sein im Fahren bei Gran Turismo, aber naja. Wieso nicht mehr? Das klingt ja so, als ob ich mal ein Profi war, ne? Wobei, ein Profi war ich eh nie, aber trotzdem, jetzt bin ich noch nicht ganz Profi, ja? So, das war jetzt richtig Deutsch. Deutsch für Anfänger, Kurs, Tutorial Video, Kurs 23, Folge. Boah, was ist denn da? 200 irgendwas im 20er Bereich wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Soppo, jetzt einfach hier rein. Und die Haltestelle, die wir innen drin da derzeit anzeigen lassen, ist noch richtig. Und die wir uns selbst anzeigen lassen. Weil wir zeigen uns selbst an, weißt du? Ja. Morgen! Auf die Uhr geschaut, oh. Das ist viel zu spät. Ja, ich guck da ab und zu mal drauf, ne? Dann sieht man halt auch, wie spät es ist, ne? Deswegen sollte man drauf gucken. Achso, 7,3 Minuten Verspätung. Ich habe während der ganzen Aufnahme noch kein einziges Mal darauf geguckt, dass ja nicht mal ein Busfahrer mit wirklich anvisierter Pünktlichkeit. Aber richtig. Ich fahre wie immer, ich möchte jetzt die Fahrgäste nicht in Gefahr bringen. Die Pünktlichkeit ist wichtig, jedoch steht Sicherheit an erster Stelle. Ne? Bitte, das möchte ich aber auch mal meinen. Ja? Danke sehr. Da ist der Kollege. Ich habe meinen Finger jetzt an F. Na, alles Potti. Ja, so hat er geguckt, ne? Ja, auf jeden Fall wirkt die ganze Welt jetzt auch ein bisschen lebendiger. Dieses. Der Name ist mir jetzt entfallen wieder. Wenn ihr mit den Texturen das. Mit diesem Environment-Teil. Also wie gesagt, ich kann das Environment-Teil wirklich empfehlen, weil dieses Environment-Teil wirklich die ganze Welt etwas aufpeppt im Allgemeinen und ein sinnvolles Add-on ist. Morgen! Jetzt fühle ich mich natürlich benachteiligt, weil ich habe ja beim anderen eben dreimal die Hupe gemacht. Aber, naja, ich will nicht hoffen, dass der AMD erzählt, boah, Mensch, der Tim hat dreimal Lichthupe gemacht, dann sagt er, Moment, bei mir nur einmal. Und dann habe ich beim einen verschissen, beim anderen nicht. Dann machen wir das über GTA 4, bei Roman machen wir uns nicht beliebt, aber dafür bei Michelle, ne. Das muss natürlich einen Sinn ergeben, wie immer, ne. Und deswegen ist das auch so, ne. Morgen. Mit der Kupplung am G27 schalte ich das ja um, wie ihr wisst. Ja, zumindest wie die meisten wissen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Bei der Aufnahme gerade rennt nebenbei Omsi 219. Das ist bei 80%. Jetzt bei 81%. Hier möchte jemand aussteigen, wie ich sehe.
Das ist das Schöne, ich muss beim Ausstand nichts machen, nur die Handbremse einmal reinmachen und dann warten, bis er wieder zu ist. Da ist der Kollege, aber ich habe jetzt keinen Bock zu grüßen. Denn auch so ein solcher ist uns reingefahren. Zumindest ein solcher im Sinne von so ein Busmodell. Wobei dann hätte ich lieber sagen sollen, ein Modell, ein Bus dieses Modells. Weißt du was? Deutsche Sprache, schwere Sprache. Nächste Folge, neues Glück.